Schokolade ist eine Bewegtbildagentur und es gibt es seit 17 Jahren. Gegründet wurde Schokolade durch meinen Kreativpartner Florian Redere 2000. Ich bin nach Erfahrungen auf Agentur- und Kundenseite dazugekommen und bin seit 2002 an Bord. Schokolade ist im Ranking der Top 30 Filmproduktionen und das bereits seit 7 Jahren. Wir haben ein Apparat mit 28 festangestellten Kollegen, was einfach heißt, dass eben auch größere Kunden hier immer wieder durch die gleichen Mitarbeiter betreut werden. Schokolade gibt es seit 2000 in Stuttgart und seit 2010 in Berlin. An beiden Standorten sind wir laufend am Wachsen. Im Bereich Stuttgart machen wir sehr viel Produktion und die Postproduktion. Und in Berlin machen wir viel CGI, arbeiten da auch mit ausgezeichneten Artists zusammen, haben aber auch in Berlin ein hervorragendes Netzwerk, was Drehs angeht. Wir sind so aufgestellt, dass wir sowohl für Direktkunden als auch für Agenturkunden arbeiten. Wir haben das auch personell getrennt. Das sind für uns ganz eigenständige Geschäftsbereiche. Schokolade arbeitet für viele große Kunden, unter anderem für Bosch Siemens Hausgeräte seit über 10 Jahren, für Robert Bosch, für Mercedes, für Festo, aber auch für Kunden aus dem Beauty-Bereich wie L'Oréal, Paris, Max Factor. Und da haben wir ein sehr qualitativ hochwertiges Kundenportfolio. Wir haben aber auch sehr viele Agenturkunden. Die Agenturkunden, die einfach auch die inhaltliche Beratung noch von der Filmproduktion schätzen, und sei es das Produktionskonzept oder das Regie-Know-how. Da haben wir einfach mit dem Philipp Huber einen Kollegen, der darauf fokussiert ist, der den Regiemarkt ausgezeichnet kennt und der die Agenturen einfach auch hervorragend beraten kann. Jetzt direkt im Anschluss würde ich gerne das Wort an meinen Kollegen Florian Riederer übergeben und der erzählt jetzt ein bisschen was, wie die Konzeptionsentwicklung bei uns hier im Haus abläuft. Und da wünsche ich ganz viel Spaß beim Reinschauen.